Ach ja, das ist der ganz große Vorteil, ein großes See. Aber nur super, super lässig gleich ins Treffen. Aber sich nur auf die Kante setzen und der Rest geht von ganz allein. Aber noch die letzten Grüße nach Schwerin. Der Dom noch knapp zu sehen hinter dem Schilfgürtel. Und dann geht's los in den Störkanal. Schön Schmetterling runter. So sieht das gut aus. So, einfach zum Störkanal. Ach, ist das nicht schön. So ein Kanal ist schon abwechslungsreich. Hinten ist noch viel besser. Juhu. Ich hab ein bisschen den Rücken auf und die Autos müssen stehen bleiben. Das ist nett. Naja, der Kaffee beschreibt ungefähr, wie es einem hier geht, wenn der Motor die ganze Zeit läuft. So, die nächste Schleuse ist in Sichtweite. Also für mich. Und für die Kamera auch. Los geht's. Schau Ampel. Schau Tor. Liebitschleuse. Müritz-Elde Wasserstraße. So, hier mal ein kleiner Eindruck. Frühstück in Neustadt Lewe. Elde Kanal. Kleinen Yachthafen angelaufen. Sportboothafen. Doch ein bisschen ruhiger, wenn da nicht dieses Lobbending wäre. So, Schleuse Neustadt Lewe. Hier ist ein bisschen Litter. Das ist alles blöd. So, nächste Schleuse. Schleuse Grabo. Mal gucken, ob die gefährlich werden könnte. Täglich grüßt das Murmeltier. Aber es ist heute erst Tag 2. Kurz vor Eldena nochmal eine kleine Rast. Stärkung bei Erbseneintopf. Kaffeewasser ist aufgesetzt. Und dann kann es gleich weitergehen. Wieder ein bisschen aufgewärmt. Na, das sieht ja mal heute vielversprechend aus hier. Wie eine Badewanne hier. Letztes Mal war ich von Landseite aus hier. Aber da oben auf der Aussichtsplattform und die Boote beobachtet. Schön morgens, Sonne ist gerade aufgegangen. Kurz vor 8 geht es weiter von Bolzenburg aus Richtung Elbe-Lübeck-Kanal. Noch ein Stückchen die Elbe runter. So einer feststehenden Tonne zum Beispiel sieht man erstmal, dass das Wasser doch ganz schön schiebt. Merkt man so gar nicht. So, da sind wir in Lauenburg. Das ist ein idyllisches Städtchen hier. Da muss auch gleich mal ein Abzweig zum Elbe-Lübeck-Kanal kommen. Das ging ja schneller als erwartet. Guck mal, natürlich von jedem Schleus, der da schleust gerade noch Verkehrsschiff runter. Und dann kann er losgehen. Stau und stockender Verkehr. So, hier ist Güster. Ich glaube, da werde ich auch mal kurz eingucken. Das hört sich gut an, das Wetter sieht gut aus. Kurz vor 14 Uhr ist noch rechtzeitig. Aber mich hetzt ja keiner, aber keine Eile.
oft fuhr ich über diese Brücke dort oben und habe hier runtergeguckt und dem Traum entgegengeeifert. Das ist die A24 von Hamburg nach Berlin. Ist nicht alle Tage sonnig. Wahnsinn, so ein Stück verdammt. Aber wir haben Übung, die Jungs. Die wissen genau, was sie da machen. So, da sind wir angekommen. Vor uns direkt der Dom. So teilt sich das hier. Ob Stadttrave oder Stadtgraben oder geradeaus müsste die Kanaltrave sein. Ich werde nicht mal die Stadttrave begehen. Mal gucken. Wir mal da lang. Da waren wir noch gar nicht. Ja, auch wieder hier. Ist eine nette Ansicht, das mal beim Wasser zu sehen. Wie oft saß ich hier schon am Ufer? Gut, da war hier noch keine Baucontainer. Und ich habe hier ein lecker Eis gegessen oder Briefing. Freut auf. Nach dem Regen der letzten Nacht sieht das Boot wieder aus wie eine Badewanne. Aber ich wieder um sowas zu tun. So, also das Wetter doch noch ein bisschen im Guten zugewandt. Trotzdem werde ich mich für dieses Wochenende auf den Weg nach Schwerin machen. Passt hier nicht ganz rein.